Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Pandora Tomorrow. Wir sind hier stehen geblieben, dass wir jetzt im Lagerhaus sind und auch Leute umbringen dürfen. Und das war jetzt gerade sehr, sehr ungeschickt von mir. Richtig dolle ungeschickt. Denn da waren gerade zwei Menschen, die uns gerade nicht so gut getan haben. Okay, und weg ist er. Das war jetzt gerade schon ein bisschen besser wie davor. Denn davor waren ja beide da. So, der hat nichts. Hast du was dabei? Nein. Da ist noch mal einer. Da ist niemand. Niemand, den du kennst, jedenfalls. Ich bin ein Schatten. Also sollte ein Schatten sein. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt den richtigen Weg gehe. Ah, hörst du wohl? Ich verballer hier übelst meine Muni. Ah, wozu Munition verballern? Hier gibt's doch schon wieder Munition. Blendgranate. Alter, das sind ja ein paar EMP-Granate. Ist doch hier ein Paradies. Ringgeschosse, Ringgeschosse. Taser. Muni. Was war das nochmal? Ringgeschosse? Rauchgranaten. Das ist doch hier ein Munitionsparadies, Leute. Und nochmal Muni. Da ist Lebensenergie. Ah, jetzt habe ich feuchten Schein gemacht, oder? Ich glaube schon. Also das finde ich eigentlich cool, aber auch ein bisschen schade, dass man jetzt keine Medikits mehr dabei tragen kann, sondern hier so drauf angewiesen ist. Auf diese Dinger. Was haben wir eigentlich so? Bringen Sie in Besitz Notizen. Okay, ist nur das gleiche, was wir alle schon kennen. So, du bist ja schon tot. Oh. Okay, den könnten wir... Wow, fucking. Okay, das machen wir nicht. Da sieht man uns. Aber hier wird man uns sicherlich auch sehen. Aber bestimmt nicht hier unten. Hehehe. Die kann man schon von hier unten erschießen, oder? Hier müssen wir garantiert rein. Da drüben bewegt sich etwas. Hä? Besuch. Ah. Aus dem Weg. In Position bleiben. Ah, geht nicht. Das waren Vierer, oder? Jawohl, da kommt der Letzte. Oh. Oh, das ist auch noch meiner. Ah, okay, das ist leicht blöd. Okay. Auch weg vom Fenster. Wir sind aber auch fast weg vom Fenster. Uiuiui. Aber das war's jetzt, wie es mir scheint. So, dann nochmal hier hoch. Hauen wir nochmal ab. Wo war das Medikit? Das war hier drin, ne? Genau. So, vollständig heilen. Ja. Fast alles weg, wie man gesehen hat. Einmal können wir da noch
teilweise heilen, wie es aussieht. So, hier sind alle tot. Das waren jetzt doch schon ein paar. Ich hatte 4 gezählt gehabt. Aber es waren jetzt, glaube ich, 6, ne? Oh, guck mal, wie der da liegt. In Embryostellung. Oh. So, wo ist der scheiß Erreger? Nicht hier? Also, oh, hier. Objekt. Aha. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt heißt es rauszufinden, was drin ist. Soll ich es öffnen? Du könntest genauso gut russisch Roulette mit vollem Magazin spielen. Nur ist ein Sinn für Humor. Ein CIA-Laborant wartet bei Cohn. Er hört auf den Namen Bellagio Sampler. Bellagio Sampler? Du hast mich nach meinem Sinn für Humor gefragt. Alles weitere auf deinem Offset. Okay, na klasse. Auf jeden Fall, wir haben jetzt diesen Behälter. Und zur Abholzone sollen wir, genau. Oh, ups. Hoppala. Ich möchte wieder raus. Hilfe. Hey. Einmal raus, bitte. Danke. Aber die Frage ist, wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Hilfe. Wo geht's denn hier wieder raus? Warum liegen da keine Leichen? Ach doch, hier sind Leichen. Nee, dann geht's da nicht raus. Ja, die Frage ist, müssen wir jetzt hier wieder zum Dings raus? Den gleichen Weg, wie wir gekommen sind? Oder gibt's jetzt wieder einen anderen Weg? Ja, es muss einen anderen Weg geben. Also Leichen pflastern also nicht unseren Weg. Also im Prinzip schon, dem Hinweg. Naja, weil man sieht, wie viele Leute wir umgebracht haben. Ist schon nicht zu verachten. So, hier ist dieses komische Giftlabor. So, dann sind wir... Nee, Quatsch. Genau, hier hätte man lang gehen können. Glaube ich. So, dann müssen wir... Können wir doch nur hier lang, oder? So... Ne, jetzt sind wir... Alter, was ein goddamn Labyrinth, ey. Und da sind wir gekommen, zack. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin ganz doll verwirrt. Hier wollt... Ah, hier. Ah, hier ist noch ein Fahrstuhl. Good to know. So, sind immer noch Angriffe mit Todesfolge genehmigt. Man weiß nie... was auf der anderen Seite auf uns lauert. Also, Waffe in Anschlag. Da kommt es. Ist es das Tor? Ja, könnte wirklich das Tor sein. So, schnell speichern. Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier schon die Abholzone ist. Was machst du, Fischer? Du hast doch selber gesagt, Angriffe mit Todesfolge sind erlaubt. Oh, du bist doch ein goddamn Arsch, Lambert. Lügst mich hier auch noch an. So, den haben wir. Und wo ist die Abholzone? Kannst du mir das erklären, Lambert? Kann man hier irgendwie hoch? Nee. Aber wir haben ja ganz viele Tasers und so. Okay, das heißt ganz viele. Hier sind genau 3. Fuck. Das ist der eine. Das ist bestimmt noch da hinten, wa? Goddammit! Pistole, würde ich schon sagen. So, mich hätte niemand mehr auf meinem Weg nach Hause. Ach, das, so geht das nicht. So auch nicht. Man kann mit Taser echt nur schießen, wenn man so ist.
Das ist ja krass. So. Ja. Ach, der ist getasert. Und der ist getasert. So, wo ist die dämliche Abholzone? Ach, hier ist sie gar nicht. Hä? Wo ist hier die Abholzone? Muss ich irgendwie irgendwo hoch? Wo gibt's die doch noch? Du und Kohn, ihr könnt raus. Ah. Glaubst du, dass es sich um Pockenviren handelt? Gott bewahre. Sicher, es hat Hinweise des syrischen Geheimdienstes gegeben, dass sie biologische Waffen herstellen. Jetzt können wir nur auf Bellagio warten und hoffen. Meinst du, das Virus hat was mit dem Springfield-Exempel zu tun? Ich will nicht einmal daran denken. Kannst du mir jetzt verraten, warum ich Dahlia töten musste? Nein, noch nicht. Ich weiß, du bist unzufrieden, aber das bringt präventive Maßnahmen mit sich. Triff Kohn und dann raus da. Ja, Mission beendet. Das ist Mission erfüllt, würde ich mal behaupten. Ah, endlich. So. Straßenmarkt. Mit Hilfe des Sonier. Mit Hilfe des bei Sonier gestohlene Kühlbehälters ND133 hat es den syrischen Händen befindlichen Pockenvirus in eine hochmobile Bedrohung umgewandelt. Sardono ist nun im Besitz einer unbekannten Anzahl leicht transportabler, unauffälliger Biowaffen. Lara Dandua-Kämpfer feiern ihren Sieg. Nach dem Rückzug der US-Truppen aus zwei Stellungen in der Nähe verlas ein offizielles Statement über den strategischen Rückzug im Laufe kleinerer Gefechte. Aus Springfield, Texas, nach der obligatorischen Pockenimpfung. Impfhelfer konnten nicht sagen. Sollten uns sagen, was sie wissen. Es ist unser Leben. Dramatische Bilder des Senders Freies Indonesien zeigen den Dara Dandoa-Führer zu Hadi Sardono mitten im Kampfgeschehen. Es bleibt. Da kritzt er. Zu viele Geräusche in der Leitung. Ich bin nicht sicher, ob ich sie mit Sarah verbinden kann, bevor wir landen. Die Agency Act über Pandora Tomorrow ist fertig, wenn du landest. Du hattest recht, es ist Sardonos Lebensversicherung. Wenn er einen Anruf verpasst, wird der Virus freigesetzt. Wir impfen in Springfield, Texas. Aber bis wir wissen, wie viele Behälter es gibt und wo sie sich befinden, müssen wir Sardono wie ein rohes Ei behandeln. Hat Grimm die Anmerkungen zum Pockenvirus geschrieben? Ja, auf ihre Art ist sie eine Dichterin. Aber das bringt uns zur Sache zurück. Wenn wir in Indonesien Fehler begehen, könnte der Virus überall in Amerika freigesetzt werden. Jederzeit. Ach nee, das ist die Impfung. Oder? Das kam mir gerade ein bisschen suspekt vor. Ich bekomme Sarah nicht. Ich kann ihr sowieso nichts sagen. Das kam mir echt gerade ein bisschen suspekt vor. Verarbeitungsanlage Kundang Indonesien. Pandora Tomorrow ist das Codewort für Sardonis Absicherung gegen US-Angriffe. Durch tägliche Anrufe bei unbekannten Kontaktleuten in den USA verzögert er die Freisetzung des Pockenvirus um jeweils einen Tag. Wenn er getötet oder gefangen genommen wird, ist die Freisetzung des Virus nicht mehr aufzuhalten. Hören Sie Sardonis Pandora Tomorrow Anrufe ab, um die Position der Virusbehälter festzustellen. Ui. Das wird ein äußerst heikler Auftrag, Fischer. Wir führen ihn in Zusammenarbeit mit Displays International durch. Dein alter Freund Douglas Shetland ist mit von der Partie. Gut, mit Shetland kann ich arbeiten. Was macht Shetland hier? Eine Ghost Army Operation. Er wird dich einweisen. Sprengen Sie jetzt ein Flugzeug anbringen. Ich muss sagen, das sieht echt geil aus, ja? Finde ich super. So, gucken wir mal, Opset. Bringen Sie die Sprengsätze an Sardonos Flugzeug am Eingang zum Kundang-Lager an. Ich würde aber sagen, damit es ein perfekter Abschluss ist,
Starten wir diese nächste Mission erst im nächsten Part, also in Part 10. Ist dann, glaube ich, sogar schon die siebte Mission, wenn ich mich recht entsinne, wahrscheinlich, glaube ich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen versucht mitzuzählen. Bin mir so gerade nicht mehr so sicher, weil ist jetzt schon noch ein bisschen länger her. Ja, ich hoffe, euch hat der letzte Part in Jerusalem gefallen und dass euch dann hoffentlich auch der nächste Part von Splinter Cell Pandora Tomorrow zusagt. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut!